Sorry, Schmidt. Kannst du die Ansage machen? Hä? Kannst du die Ansage machen? Ich muss Schlagzeug spielen. Nein, ich muss mich umziehen. Kannst du die Ansage? Ich mache einen italienischen Start auf Italienisch, damit es Atmosphäre schafft. Ja. Nicht allzu lang, auf Italienisch, gell? Ja. Okay. 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 Bonsoir! Io homo, io sono. Io sono Mauro Parmigiano. No? Io sono Mauro Parmigiano, bin ich gekommen von Napoli. Ja? Conosci Napoli? Bin ich gekommen mit dem Treno. Ja? Mit dem Zug, weißt du? Ja, mit dem Zug. Zug Pomodoro, Zug Pesto. Ja? Ja, und ich, Zurigo, Volkshuso. Casa di Folco. Weißt du, ey, ist ein sehr schnelle Treno, ich sehe. Schnelle Treno, ich sehe. Napoli, Casa di Folco, nur viermal gehalten. Quattro Stagione, weißt du? Ja, ja. Schnelle Treno. Und sehr, sehr spät. Oh, ich nicht kann schwatzen, lange. Sonst schon immer schimpfen, ne? Richtig, kann er motzen und ist eine richtige Mozzarella, weißt du? Ja. Aber ey, Volkshuso, ey, ist sehr speziell. Ich bin Italiano. Ich bin Italiano, aber ich nicht mag Pasta. No, ich bin Antipasti. Ja. Ja. Aber ich liebe Minestrone. Conosci Minestrone? Oh, ich liebe. Ich trinke Minestrone, ha? Huh? Aus der Flascheli, weißt du? Ja. Aber Flascheli ist immer verstopft wegen der Rüebli und Zucchetteli Stuckeli, oder? Ah. Hey, Casa di Folco. Weißt du, wieso heiße Minestrone? Minestrone? Weißt du, wie Minestrone? Ja, ist ja vor der Bethlehem. Ja, ja, Maria und Josef haben den Knoten, den Stroh und den Heu von der Eseli und der Ochseli. Ja, für die Krippeli von der Jesu, weißt du? Ja. Dann hat der Eseli gesagt: Hey, Giuseppe, musst du nicht den Minestrone? Hat er gesagt: Ist ein Minestrone, vero? Was ist vero? Ist ein bisschen schistrack, was ich erzähle. Aber ist ja lustig. Also. Allora, Casa di Folco, stasera soltanto per voi, eh? Il grande superstar d'Italia. Benvenuto, Emanuele Waffangulo!